Hallo, mein Name ist Thor Alexander und heute möchte ich meiner Videoserie rund ums Auswandern, rund um Geld und Finanzen über eine Katastrophe reden oder über Katastrophenvorsorge. Es ist das 13. Video und da kann man sich auch mal ein paar Missgeschicke überlegen. Und das heutige Missgeschick, über welches ich reden möchte, ist: Wie überlebe ich 2 Wochen Stromausfall? 2 Wochen Stromausfall bedeutet kein Wasser, kein Kochen, kein Internet. Handy aufladen und irgendwelche anderen Geräte ist natürlich auch nichts. Hauptproblem sind Grundnahrungsmittel, Wasser und Energie. Das heißt, es gibt eine Grundnahrungsmittelvorratsliste, die vom Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz bekannt gegeben wurde. Die könnt ihr gerne auch bei mir anfordern. Im Internet habe ich sie jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Aber nach dieser Liste braucht ihr pro Kopf für 14 Tage 4,9 Kilogramm Getreideprodukte, Brot und Kartoffeln. Ihr braucht 5,6 Kilogramm Gemüse und Hülsenfrüchte. Ihr braucht 3,6 Kilogramm Obst und, man höre und staune, 28 Liter Wasser und eventuell noch 3 Liter Milch. So, es gibt auch einen Notfall. Kochbuch, das erscheint im Oktober 2021. Da kann ich den Link mit in die Beschreibungsliste reintun. In weiser Voraussicht vor Klaus Schwabs jährliche Konferenzen Cyber Paragon, wo es halt um Angriffe auf kritische Infrastrukturprojekte geht. Und Beispiel hat man ja in 2021, dass eine Benzinpipeline im Osten der USA da mal attackiert wurde. Es gab auch in 2020 Angriffe auf Infrastruktur in Venezuela. Und ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ein weiterer Punkt, den man natürlich da vorsorglich machen kann, ist, dass man sich zum Beispiel Solarkocher zulegt, dass man sich Streichhölzer und Holz bereitlegt oder auch Holzbearbeitungsinstrumente. Wer natürlich in der Stadt wohnt, hat da ein bisschen Schwierigkeiten, Bäume zu schlagen. Es sind natürlich auch Tauschmittel sinnvoll, vor allen Dingen Silbermünzen oder vielleicht noch ein bisschen Bargeld am Anfang. Aber vor allen Dingen auch Tauschmittel, die andere gebrauchen können. Weil wenn jemand einen größeren Vorrat an Silbermünzen hat, kann er natürlich auch Ziel von Attacken werden. Nicht zu vergessen, ich hatte es vorhin schon erwähnt, alle elektronischen Geräte funktionieren nicht. Das heißt, der Wert von Wasser und Treibstoff in der Krise wird stark steigen. Ich werde dieses Thema nochmal zu einem späteren Zeitpunkt mit aufgreifen. An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden und ich freue mich über ergänzende Kommentare unter dem Video oder in meiner Telegram-Gruppe Auswandern Geld. Also bis zum nächsten Video, wo es dann wieder um Geld gehen wird. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.